Ja, vielen Dank für die warme Begrüßung. Ich freue mich sehr, immer wenn ich unter Leute komme. Ich bin nämlich privat eigentlich nicht so eine verträgliche Person. Also ich bin einfach ein mega krasser Tüpfelschiesser. Ich habe lange gedacht, ich sage die, wo deutlich am ausprägtesten ist in Sachen Tüpfelschiessertum. Aber dann habe ich jemanden kennengelernt, der das noch mehr zelebriert hat als ich. Und das war dann irgendwie auch hart für mich. Aber es hat auch gute Seiten mitgebracht. Und in der ersten Deutschstunde von Dani bei uns haben wir halt zusammen ein neues Wort gelernt von der Lehrerin. Und zwar Korinthenkacker. Weil die natürlich auch gemerkt hat, dass der Dani so ein richtiger Korinthenkacker war. So ein richtiger Tüpfelschiesser. Einer, der sich mit der Mami in der IKEA Eiswürfelförmung kaufen und dann nach der Nacht einen Wettbewerb daraus macht, wer von der Familie Gnasch kann in die Förmlinge schiessen. So ein hoher Gacki Dani halt einfach. Aber der Dani war nicht einer, der das für sich selber behalten hat, sondern hat das immer mit allen geteilt. Er hat alle anderen Kinder hardcore-mässig und kaltblütig entzaubern und in der Krippe dann schon so Zeug gesagt wie: Hey, der ist im Fall keine Kugel, sondern viel eher ein Rotationsellipsoid, der formtechnisch irgendwo zwischen einem Herdöpfel und einem Mandarinli oszilliert. Einer, der weiss, warum der Globi und alle anderen Vögel keinen Bauchnebel haben. Ja, so einer, der seine scheisshuren Stabilo-Filzstifte immer genau so ins Schächtchen tat, wie sie auf der Packung auf dem Bild waren. Aber man muss auch fair sein, seine Korrektheitsobsession hat Dani auch gute Seiten eingebracht. Zum Beispiel, dass er sich im Religionsunterricht immer als Erster gemeldet hat, als es darum gegangen ist, die Lehrerin zu widersprechen. Und bei der Genesis dann so Zeug gesagt hat wie sie. Aber Äpfel, wie wir sie kennen, hat es vor 6000 Jahren noch gar nicht gegeben. Die waren noch viel kleiner und härter gewesen und erst durch Thurgauer Wissenschaftsarbeit so gross und saftig geworden. Na toll, haben wir uns alle gedacht, jetzt nimmt der 7-Sieger noch den huren Thurgau in Schutz. Aber der Ausdruck auf der Religionslehrer in ihrem Gesicht war auch der schmerzwert gewesen. Wie alles hat auch unsere Zeit mit dem Dani leider ihr mehr oder weniger jähes Ende müssen finden. Wo er im Religionsunterricht dann fertig war, sind wir alle auf die Nachtwanderung auf Einsiedeln ins Kloster. Dort hat er dann, während wir den Sonnenuntergang bestaunt haben, gesagt: Hey, die Sonne geht im Fall nicht unter. Die Sonne bewegt sich nicht, sie ist ein Fixstern. Wenn überhaupt, ist das ein Erdenaufgang, den wir hier erleben. Und wir sind als Menschen einfach so egozentrisch, dass wir nicht einsehen wollen, dass alles relativ ist. Und spätestens, als das passiert ist, haben wir gewusst, dass wir eingreifen müssen. Wir waren dann schockiert, wie schlimm er das gefunden hat, als er am nächsten Morgen dann mit der einen Hand im Wasserkrug und der anderen an seiner vollgebisselten Pyjamahose aufgewacht ist. Wir haben ihm dann auch versichert, er sei sicher kein Bettnässer, nein, Dani, sondern das Bett viel eher ein Pipischwamm, er sei alles relativ und er schließlich auch nicht gerade das Zentrum des Universums. Und Dani ist dann brüllen und tädeln. Und als die Lehrerin nur noch etwas gemurmelt hat, von wegen Mobbing sei ja auch nur eine Art Miniaturschule auf Evolution, da hat sie ihm dann den Nucki rausgehauen. Tja, und seither hat ihn leider niemand wieder gesehen. Aber ich hoffe doch sehr schwer, dass er jemanden gefunden hat, der zu einem passt. Jemand, der romantisch mit ihm auf dem Balkon hückelt. Stabilo-Filzstift, den Farben sortiert, an Thurgauer Äpfelbütschchen knabbert und mit ihm Erdenaufgang um Erdenaufgang bestaunt. Oszilliert. Einer, der weiss, warum der Globi und alle anderen Vögel keinen Bauchnebel haben. Ja, so einer, der seine scheisshuren Stabilo-Filzstifte immer genau so ins Schächtchen tat, wie sie auf der Packung auf dem Bild waren. Aber man muss auch fair sein, seine Korrektheitsobsession hat Dani auch gute Seiten eingebracht. Zum Beispiel, dass er sich im Religionsunterricht immer als Erster gemeldet hat, als es darum gegangen ist, die Lehrerin zu widersprechen. Und bei der Genesis dann so Zeug gesagt hat wie sie. Aber Äpfel, wie wir sie kennen, hat es vor 6000 Jahren noch gar nicht gegeben. Die waren noch viel kleiner und härter gewesen und erst durch Thurgauer Wissenschaftsarbeit so gross und saftig geworden. Hier natürlich auch gemerkt hat, dass der Dani so ein richtiger Korinthenkacker war, so ein richtiger Tüpfelschiesser. Einer, der sich mit der Mami in der IKEA Eiswürfelförmung kaufen und dann nach der Nacht einen Wettbewerb daraus macht, wer von der Familie Gnasch kann in die Förmlinge schiessen. So ein hoher Gacki Dani halt einfach. Aber der Dani war nicht einer, der das für sich selber behalten hat, sondern hat das immer mit allen geteilt. Er hat alle anderen Kinder hardcore-mässig und kaltblütig entzaubern und in der Krippe dann schon so Zeug gesagt wie: Hey, der ist im Fall keine Kugel, sondern viel eher ein Rotationsellipsoid, der formtechnisch irgendwo zwischen einem Herdöpfel und einem Mandarin. Na toll, haben wir uns alle gedacht, jetzt nimmt der 7-Sieger noch den huren Thurgau in Schutz. Aber
der Ausdruck auf der Religionslehrerin in ihrem Gesicht war auch der Schmerz wert. Wie alles hat auch seine Zeit mit dem Dani leider ihres mehr oder weniger jähes Ende müssen finden, wo er im Religionsunterricht dann fertig war, sind wir alle auf die Nachtwanderung auf Einsiedeln ins Kloster. Dort hat er dann, während wir den Sonnenuntergang bestaunt haben, gesagt, hey, die Sonne geht im Fall nicht unter. Die Sonne bewegt sich nicht, sie ist ein Fixstern. Wenn überhaupt, ist das ein Erdenaufgang, den wir hier erleben. Und wir sind als Menschen einfach so egozentrisch, dass wir nicht einsehen wollen, dass alles relativ ist. Und spätestens, wo das passiert ist, haben wir gewusst, dass wir eingreifen müssen. Wir sind dann schockiert, wie schlimm er das gefunden hat, als er am nächsten Morgen dann mit der einen Hand im Wasserkrug und der anderen an seiner vollgebisselten Pyjamahose aufgewacht ist. Wir haben ihm dann auch versichert, er sage sicher kein Bettnässer, nein, Dani, sondern das Bett viel in einem Pipischwamm, er sage alles relativ und er schließlich auch nicht gerade das Zentrum des Universums. Und Dani ist dann brüllen und tädern. Und wo die Lehrerin nur etwas gemurmelt hat, von wegen Mobbing, sage auch nur eine Art Miniaturschule auf Evolution, da hat sie ihm dann den Nucki rausgehauen. Ja, vielen Dank für die warme Begrüßung. Ich freue mich sehr, immer wenn ich unter Leute komme. Ich bin nämlich privat eigentlich nicht eine so eine verträgliche Person. Also ich bin einfach ein mega krasser Tüpfelscheisser. Ich habe lange gedacht, ich sage die, die deutlich am ausprägtesten ist in Sachen Tüpfelscheissertum. Aber dann habe ich jemanden kennengelernt, der das noch mehr zelebriert hat als ich. Und das war dann irgendwie auch hart für mich. Aber es hat auch gute Seiten mitgebracht. Und in dieser ersten Deutschstunde von Dani bei uns haben wir alle zusammen ein neues Wort gelernt von der Lehrerin. Und zwar Korinthenkacker.